Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch den neuen Item Shop. So, und da sind wir auch schon. So, der ist neu, der wurde heute oder irgendwann eingeführt. Eigentlich ein recht nicer Skin. Der Rückenaccessoires war es eigentlich auch nicht schlecht. Und ja, anscheinend sollen die Augen leuchten. Und ja, wir kommen dann zum nächsten. Das ist die Hacke dazu. Ja, ich würde sagen, das wird wahrscheinlich wieder so ein Schwitzer-Spitz-Hacke sein. Ja, will ich schon sagen, dass das der Schwitzer-Hacke wird. Und ja, dann kommen wir zum nächsten. Oder war schon. Das weiß ich nicht, was er sein soll. Anscheinend eine Axt. Okay, feiere ich jetzt auch nicht so krass. Ist ja auch gar keine Axt sein sollte. Sehe ich gar nicht. So, dann kommen wir zu dieser Tarnfarbung. Oder Lackierung oder Tarnfarbe. Naja. Eigentlich gefällt mir das Rot wohl. Nicht so. Also ich würde es nicht spielen. So. Flink. Ein recht nicer Skin, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir wohl. Den Rückenaccessoire war jetzt nicht so. Aber vor allem auch noch die Schuhe. Die finde ich gar nicht mal so schlecht. Und ja, kommen wir zum nächsten, zur Hacke. Ja, es ist jetzt keine Schwitzer-Spitzhacke, aber die Farben gefallen mir wohl, aber ich hole mir den nicht. Ah, der Skin, der ist schon wieder drin. Der war ein paar Mal schon drin. Feiere ich jetzt nicht so krass. Aber es ist halt Geschmackssache. Und ja, wir kommen zum nächsten. Böser Blick. Feiere ich jetzt auch nicht so krass. Und ja. Oh. Ja, so ein Engel. Eigentlich ein recht nice Skin, aber fällt auf, weil er übelst weiß ist. Wenn man dann im Dunkeln spielt, also wenn es Nacht ist, dann fällt er extrem auf. Und ja, wurde in der Season 7 eingeführt, der Skin. Und ja, also nicht so meins. Also wenn man gewinnen will, kann man den auch nehmen. Daran liegt es jetzt wohl nicht, aber der ist mir einfach zu hell. Dann kommen wir zu dem Skin, eigentlich ein recht nicer. Auch wie das hier mit von den Ärmeln ist, also die Hände, die Hörner, der Rückenaccessoire. Das ist alles so, das heißt mal qualmend. Eigentlich recht nice. Den Skin will ich mir auch holen. Und ja, die fehlen halt dazu die V-Bucks, aber das ist egal. Kann ich halt irgendwann mal wiederholen. So, dann kommen wir zu der Spitzhacke. Hat Ähnlichkeit wie eine Standard-Spitzhacke, nur dass sie leicht animiert ist. Und ja. Elektro-Swiffing. Keine Ahnung, alle mich doch. Season 6 eingeführt. Und ja, eigentlich ein recht nicer Tanz. Und ja. Dann kommen wir zu dem Skin. Eigentlich ein recht nicer Skin. Wurde in der Season 7 eingeführt. Und ja. Oh. Der ist ziemlich gut, wenn man jetzt einen epischen oder jemanden gekillt hat.
wurde in Season 4 eingeführt. Eigentlich recht nice, aber ein bisschen zu teuer. 500 V-Bucks für ein bisschen Lachen. Aber ist ja egal. So, dann kommen wir zum letzten. Nee, zum letzten. Wurde Season 3 eingeführt. Und ja, feiere ich jetzt auch nicht so krass. Da kommen wir jetzt zum letzten. Wie gesagt, den hier noch. 4,99 € plus 100 plus, 500 V-Box sind dazu plus 100. Also heißt es, ihr bekommt 600 V-Box wieder zurück. Eigentlich recht nice. Kannst einfach bei dem Skin mit Kapuze, ohne Kapuze, Backpack, 600 V-Bucks und eine Spitzhacke dazu. Also eigentlich geht das fit für 5 Euro. Ja gut, 4,99 €. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und lasst ein Like da, kommentieren. Abonnieren nicht vergessen. Teilt das Video mit eurem mit euren Freunden. Und dann sage ich ciao. Bis um 3 Uhr. Ich gehe dann live. Mache einen Livestream und spiele Destiny 2. Also bitte einschalten, wenn ihr das Video gesehen solltet. Ich habe es auch auf Instagram so gepostet, dass ich um 15 Uhr livestreame. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim Livestream. Und ja, ciao.